Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu anderen Rohstoffen. Und zwar denken Sie, dass wir das Förderungsmaximum bei Öl bereits überschritten haben, also die Peak-Oil-Theorie? Nee. Halte ich auch für ziemlich unwichtig, weil ich bin so lange im Geschäft und ich habe Club of Rome noch miterlebt in 70er Jahren und in der Zeit danach. Ich glaube, die Menschen und die Experten irren sich bewusst oder unbewusst ständig, wenn es um das Thema geht. Im Übrigen halte ich es nicht für so relevant. Wir werden kein Energieproblem bekommen, denn wir haben so viele Alternativen und Gott sei Dank werden die jetzt weiterentwickelt. Ich bin on record, Peak Oil Gläubiger zu sein. Ich habe 2004 von Peak Oil geschrieben, damals allerdings ganz klar, wir haben es noch nicht erreicht. 2007 habe ich erneut drüber geschrieben, da habe ich schon geschrieben, wir sind dran. Ich vermute im Rückblick, es ist wirklich ein Rückblick mittlerweile, dass es 2008 soweit war. Man könnte, wenn man es genau beachtet, von einem Plateau sprechen, das von 2005 bis etwa heute, 2019, auf etwa 85 bis 89 Millionen Barrel am Tag liegt. Was halten Sie denn von der Konkurrenz, die im Prinzip jetzt bezüglich Agrarland besteht? Also, dass im Prinzip Flächen, auf denen bisher Nahrungsmittel angebaut wurden, jetzt zur Förderung von Biodiesel oder Ähnlichem genutzt werden? Ja, habe ich eigentlich nichts dagegen. Ich lebe selbst in der provinziellen Gegend nördlich von Frankfurt, da haben wir das auch. Ich meine, man kann natürlich an allem irgendwie rummäkeln oder so. Ich glaube sogar, dass der Bio-Anteil, also an biodynamisch hergestellten agrarischen Rohstoffen unter den erneuerbaren Energien viel höher sein könnte und sollte. Und dass wir da vielleicht auch für die Grundlast sehr viel mehr tun können als durch Wind und so. Aber was mich am meisten fasziniert, ist doch gerade dann, wenn man mal so ein paar Jahrzehnte fokussiert, wie schnell sich die Dinge jetzt verändern. Wir haben doch jetzt schon einen Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieangebot oder Verbrauch, wie ihn selbst die Optimisten vor wenigen Jahren nicht geglaubt haben. Es geht jetzt alles viel schneller und das Thema Energieeffizienz eröffnet doch ganz neue Dimensionen. Jetzt wollen wir noch mal einen ganz kleinen Blick nach Asien werfen. Und zwar denken Sie, dass jetzt in Zukunft das Abschneiden der Rohstoffe, siehe seltene Erden und so weiter, aus der Richtung Asien und China immer weiter zunehmen wird? Und was für Probleme könnten uns jetzt auch in kürzester Zeit schon daraus resultieren? Auch hier setze ich ein Pluszeichen davor. Probleme sind da zum Lösen. Einfach das Wort streichen. Die Chinesen sind hochintelligent, als Politiker wie als Manager. Wahrscheinlich intelligenter als wir inzwischen. Und man darf sie nicht unterschätzen. Sie wissen ganz genau, wie man damit umgeht. Es gibt eine Studie, die diese Tage rauskommt, die ich sehr sympathisch finde. Die sagt, ein Rohstoffexperte hat geschrieben, konzentrieren Sie sich einfach auf den China-Faktor. Und zwar unter ganz unterschiedlichen Aspekten. Also interessieren Sie sich für Rohstoffe, die China ausnahmsweise nicht besitzt oder weitaus geringer, als sie jetzt schon braucht. Kupfer ist ein Beispiel. Es gibt die ersten Entscheidungen sogar schon in China, wonach da Exportrestriktionen stattfinden. Nicht unbedingt Verbote, da habe ich noch nichts von gehört, aber von Restriktionen. Und ja, das ist Teil des Kampfes. Das ist ein Kampf. Wir haben vorhin bei einem Vortrag von Herrn Müller, Dirk Müller, gehört, dass hier Retaliation stattfindet. Die Amerikaner haben protektionistische Maßnahmen angedroht, die Chinesen haben es teilweise schon gemacht und das Spiel werden wir noch öfters sehen. Und seltene Erden sind ein dankbarer Kandidat für sowas. Insofern, es ist ein komplexes Thema. Ich kann da nur warnen, wenn man sich genau reinschauen muss, worin man investiert, falls sich die Frage auf Investment bezieht. Als politisches Thema wird uns das vermutlich schon erhalten bleiben, ja. Als letztes würden wir noch ganz gerne von Ihnen wissen, wo Sie sich denn persönlich informieren, wo Sie Ihre Informationen sammeln. Ist das jetzt mehr im Internet? Sind das die Printmedien? Ist das Fernsehen? Ist das alles durcheinander? Ich bin Informationsjunkie, kein Informationskrieger, das auch manchmal, aber Informationsjunkie in jedem Fall, schon seit vielen Jahren. Insofern, ich lese alles. You gotta know your enemies. Ich muss den Mainstream lesen, es bleibt gar nichts übrig. Es ist sindiegoldzeiten.de. Hartgeld ist eine unglaublich gute, hartgeld.com ist eine unglaublich gute Seite, wenn man sich schnell informieren will, auch wenn man nicht alle Kommentare teilen muss, obwohl ich die teilweise durchaus auch teile von dem Seitenmacher. Infokrieger News ist eine sehr gute Seite und ich kann Ihnen da nur gratulieren für den Job, den Sie da machen. Ich habe vielleicht den Vorteil als Journalist, dass ich auf Vorstandsebene mit Menschen reden kann.
Nein, also die Mainstream-Medien kann man schon nutzen, indem man das Gegenteil dessen tut, was sie sagen. Wenn also irgendeine Sau durchs Dorf getrieben wird von den Mainstream-Medien, muss man sich immer fragen, warum. Zum Beispiel in der aktuellen Sarrazin-Debatte, warum wird jetzt hier der Westen gegen den Islam ausgespielt? Was hat das für einen Zweck? Das kann man sich schon überlegen. Aber wenn man die Wahrheit erfahren will, dann muss man tiefer graben und höchstens mal zwischen den Zeilen scheint die Wahrheit in den Mainstream-Medien durch. Selten. Im Fernseher gucke ich eigentlich nur, wenn mal Naturfilme kommen oder klassische Musik. Ansonsten nicht. Das ist ja im Grunde genommen eine Beleidigung, was da gebracht wird. Also eine Mischung aus Verdrehung und dreisten Lügen und anderen Dingen, die einfach nicht stimmen. Die haben ja natürlich sehr viel. Also man sagt, dass die Weltmedien zu 91% in den Händen von 5 Familien sich befinden. Eine davon ist Murdoch. Und die bestimmen, was wir hören und was nicht. Und in welchem Umfang und ob überhaupt. Und die Ermordung von unserem Freund Haider in Österreich kam in der Bildzeitung, statt eine riesen Sache daraus zu machen, weil das ja immer eine Sensation war, kam, wie man sagt, in der Bildzeitung auf Seite 7 mit 2 Zeilen. Sowas wird zentral festgelegt und bestimmt. Und in den 7 Jahren, wie ich in London der Chefredakteur für Finanz und Wirtschaft war, die wichtigste Schweizer Zeitung, musste ich 7 oder 8 Länder betreuen und hatte 27 Zeitungen und Zeitschriften, die zum Teil jeden Tag kamen, in verschiedenen Sprachen. Und da fiel mir auf, dass am Montag zum Beispiel in all diesen Ländern, in verschiedenen Sprachen, die genau gleichen Artikel kamen, wirklich gleich. Also es muss also etwas geben, was über diesen Ländern steht und zentral diese Informationen einfügt oder herunterrieseln lässt und das ganz geschickt verbreitet. Es gibt also eine zentrale Steuerung des Medienwesens, auf jeden Fall. Der Karnickelzüchterverein ist dabei natürlich weitgehend ausgeschlossen. Aber alles, was wirklich wichtig ist an entscheidenden Dingen, vor allem im finanzpolitischen Bereich und im Machtbereich der Eliten, das wird tatsächlich gesteuert. Letzte Frage. Denken Sie, dass zukünftig die unabhängigen Medien, also auch im Internet beispielsweise, eine größere Rolle spielen werden? Die werden eine größere Rolle spielen, aber es wird massiv versucht, das Internet anzugreifen. Ich bin auch Gründer der Partei der Vernunft und wir kämpfen gegen alle Zensurversuche im Internet, unter welchem Vorwand auch immer das versucht wird. Und da müssen wir sehr wachsam sein. Ich glaube aber, letztendlich wird das Internet nicht zu zensieren sein. Ja, auf jeden Fall. Das Internet ist im Augenblick noch eine der letzten großen Quellen, die mit Ausnahme von China, was ja dort bereits streng kontrolliert wird, möglicherweise kommt das ja auch. Jedenfalls ist es eine der letzten großen Quellen, wo man noch viele Informationen erhalten kann, über die man erstaunt ist zunächst mal und sagt, kann das sein? Ist das möglich? Und allein die Beschäftigung mit dieser Fragestellung bringt einen weiter. Ich bin der Meinung, dass das Bild, die Metapher von der 5. Gewalt angebracht ist, weil die 4. Gewalt ihren Job nicht mehr macht. Und wenn sich das ändert, dann haben die Blogger von heute auf morgen fast keine Chance mehr. Nur im Moment sehe ich das Gegenteil, die Propaganda wird immer schlimmer und leider ist das am Ende des Kontrativzyklus, in dem wir ja mal wieder sind, nicht untypisch. Was ist schon reell? Ich meine, wenig ist absolut. Was ich beobachte und was mich persönlich stört, ist, dass das, was Boulevard immer ausgezeichnet hat, übergeschwappt ist auf andere Medien. Insbesondere auf das Medium Fernsehen. Nämlich, ich suche mir das Negative raus. Also, es wird überall die Angst geschürt. Wohin man auch kommt, wird dann einfach mal behauptet, auch von Reporterinnen oder Moderatorinnen, dadurch sind die Menschen total verunsichert. Mhm. Da sage ich immer, wieso sind die total verunsichert? Wer sagt das eigentlich? Ihr sagt den Menschen, die müssen verunsichert sein. Ne? Das jüngste Beispiel war natürlich diese heikle Situation mit dem A380 Mega Airbus. Da höre ich im Fernsehen und im Radio überall nur, oh, das ist aber ganz, und jetzt die Leute, die jetzt fliegen nach Mallorca und so, die zittern alle. Dass ich persönlich würde mir, das hängt aber auch mit meiner ganzen Lebensauffassung zusammen, ein mehr optimistisches Herangehen an die Dinge dieser Welt, egal was es ist, egal was es ist, wünschen. Und ich wollte nur noch als Letztes sagen, eine Krise, eine wirkliche Krise, die noch gar nicht angefangen hat, ist deswegen unvermeidlich, weil die Naturgesetze und die Wirtschaftsgesetze immer noch gelten. Wenn jemand jahrzehntelang über seine Verhältnisse lebt, im Wesentlichen Staaten, dann hat das Konsequenzen. Die können natürlich sich durch Manipulation und politische Macht über große Zeiten hinziehen und es kann lange hinausgezogen werden, aber niemals für immer. Vielen herzlichen Dank.